Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Heute mit den ersten DLC-Aufgaben. Und zwar Dulep Sink, der Kollege hier. Das ist reiner DLC. Und das Groschenroman-Geschichten-Gedöns ist auch noch ein separater DLC. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, bis ich das nachgelesen habe. Ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht weiter und wir gönnen uns. Henry Green bittet Jacob und Evie, ihn bei einer Gartenparty im Buckingham Palace zu treffen. Bei ihrer Ankunft streitet sich Henry gerade mit Dulip Singh, dem letzten indischen Maharaja, wegen seines fehlenden Einsatzes für das indische Volk. Let's go, würde ich sagen. Ja, ne? Der Plan ist, heute mit dem DLC fertig zu werden. Morgen vielleicht mit dem anderen DLC fertig zu werden. Und dann nächste Woche mit dem dritten DLC fertig zu werden. Mal gucken. Ich setze nicht meine Beziehung zur Queen und zum Land aufs Spiel, um ihren Kreuzzug zu unterstützen. Eure Hoheit, ihr gehört nach Indien, nicht hierher, um einen fremden Adligen zu mimen. Ich habe mir diesen Nonsens lange genug angehört. Wenn eure Mutter euch sehen könnte, der letzte Maharaja des Punjab suhlt sich in seinem goldenen Käfig. Sie wagen es. Ich bin immer dafür, jemandes Mutter in einen Streit hineinzuziehen. Wenn er seinem Volk nicht hilft, wird er es ewig bereuen. Wie können wir helfen? Redet mit ihm. Auf mich hört er nicht. Wir versuchen es. Mal ganz ehrlich, ist es nicht sein Bier? Also mal blöd gesagt. Wieso müssen wir uns immer in irgendwas einmischen? Wo ist denn der Bursche? Dulip. Nein. Komm mal rum, Dulip. Hoheit, ihr habt Gäste. Ich nehme an, Mr. Green hat sie geschickt. Eure Mutter zu erwähnen war... ungehörig und er war im Unrecht. Wir würden die Situation gern bereinigen. Versuchen Sie es. Und empfehlen Sie sich in einem Schießspiel. Von diesen Leuten hier versteht sich keiner aufs Vergnügen und ich langweile mich zu Tode. Ein Schießspiel? Singh, ihr seid noch ganz der Alte. Ellsworth! Sagen Sie bloß, wie schön Sie wiederzusehen. Das Mutterland hat Ihnen gut getan. Jacob und Evie Fry, das hier ist Brinley Ellsworth, ein alter Freund von mir. Ihr habt neue Freunde, wie ich sehe. Was führt Sie in diesen Teil des Empires? Nur das Geschäft, bedauerlicherweise. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen, euch wiederzusehen. Es ist schon so lange her. Man erzählt sich... Die Synchronstimme kommt mir bekannt vor. ...als ihr, mein lieber Freund. Ich bin gespannt, ob euer Ruf in Übersee der Wahrheit gerecht wird. Mein Diener Thomas wird den Punktestand festhalten. Okay. Sammeln Sie mehr Punkte als Ihr Gegner, indem Sie auf die Flaschen vor Ihnen schießen. Jede Flasche bringt Ihnen einen Punkt. Sie haben 30 Sekunden. Möge der Bessere gewinnen. Alles klar. Starten Sie die Uhr. Wie man schießt, weiß ich, danke. Oh, mit dem Controller aimen, ne? Okay, keine Ahnung. Die da hinten drückt er nicht. Reicht die Reichweite nicht. Perfektes Spiel, 9 Punkte. Tada! Kommen Sie, Thomas. Wir machen es Ihnen zu einfach. Verkürzen wir die Zeit. Es beginnt die zweite Runde. Erreichen Sie das gleiche oder ein besseres Ergebnis in 20 Sekunden. Die Zeit okay. Läuft. Ab jetzt. Let's go, würde ich sagen. Check. 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 Na, das war nix. Schnell nachladen. Neun Punkte. Ein perfektes Spiel.
Spiel! Ich glaube, ihr habt einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Euer Versuch, Hoheit! Kommt! Beweist, dass ihr mit dem Gewehr besser umgehen könnt als mit der Schleuder. Wenn Sie erlauben. Eindruck. Sing. Durch die Beine in Fahrt zu sein. Was zum Teufel? Sir, ich habe einen zweiten Schuss gehört. Er hat recht. Es klang ganz wie ein zweiter Schuss. Seltsam. Mal sehen, was ich herausfinde. Es war sicher nichts Ernstes. Bemühen Sie sich nicht. Hinweise gefunden, Verdächtige getroffen. Okay. Tulips Diener befragen. Zwei Schüsse. Ich mache das schon eine Weile und ich erkenne den Unterschied zwischen einem und zwei Schüssen. Es gab mit Sicherheit einen zweiten. Okay. Ah, cool, schau mal, die haben ein bisschen improved mit dem Ding. Ein zweiter Schuss? Ich habe nichts gehört. Es war sonst niemand da und wer würde schon bei einer Feier schießen? Mhm. Gut. Halten Sie das für eine so wichtige Angelegenheit? Es war sicher nur ein Echo. Belassen wir das dabei. Oh. Na, würde ich nicht sagen. Ich meine, dahinter. Was kann ich denn für Hinweise finden? Aha. Hier. Das ist keine Linie dahin. Aha. Guck an. Eine Handfeuerwaffe. Die, der Lauf ist heiß. Ich mag die Einblendungen. Wer wollte du lieb töten? Fußabdrücke des Schützen. Also wenn die Groschenroman-Dinge auch so geil sind. Fußabdrücke des Schützen. Wir haben zwei Verdächtige. Wenn das mit den Groschenromanen auch so cool wird, dann freue ich mich. Wovon reden Sie denn? Waffen sind in den Gärten streng verboten. Potenzieller Schütze. Mhm. Vor mir war ein Mann mit einem Gewehr. Ich dachte, das gehört zur Ausstattung. Sie wissen doch, wie gewisse Adlige sind. Mhm. Ja gut, aber das bringt mir ja quasi nichts. Oder ist... jetzt hat er wieder was anderes. Hier, versteckte Waffe. Dieser Prinz macht Probleme. Man sollte ihn zum Schweigen bringen. Aha. Tötet sie! There we are. Hä? Achso. Ja, bumm. Und weg. Gut, Leibwache da und den Schützen aufspüren. Da hinten ist er. Come with me, bro. Come with me. Dir hätte ich auch eine Kugel verpassen sollen. Töten. Ja, dann. Ich sehe nach, ob er Informationen bei sich trägt. Erledigt. Der Schütze, ein Kleidungsfetzen der britischen Ostindien-Kompanie, BOK, ein Templerring in seiner Tasche. Natürlich. Was denn sonst? Natürlich müssen es Templer sein. So, mein Freund, du lieb. Wegen des zweiten Schusses. Das war nichts, Miss Fry. Ich muss zurück zu meiner Feier. Ihr müsst mir von eurem Leben hier erzählen. Es ist so lange her. Natürlich. Verzeiht eure Hoheit. Okay. Mit Henry reden. Wo ist denn der Kollege? Ja. Henry wird das sicher interessieren. Ja. Ich schätze mal. Na gut, komm her. Hopp, hopp, hopp. Henry! Greenie! Wir haben ein Problem. Wir sind nicht die Einzigen, die etwas von ihm wollen. Sagen Sie nicht, dass die BOK ihn wieder belästigt. Das kann sie sich nicht erlauben. Schlimmer. Sie handeln nicht allein. Und Mr. Singh will nichts damit zu tun haben. Die Templer.
Das ist unmöglich. Wir müssen ihn dazu bringen, schnell zu handeln. Oder er wird noch größeren Ärger bekommen. Treffen wir uns bei meinem Geschäft. Vielleicht habe ich da etwas, das helfen könnte. Okay. Die beste Punktzahl erreichen. Ach, das war eine optionale Sache. Okay. Wusste ich nicht. So. Der nächste. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo haben wir es denn? Da. Abgefangene Information. Alles klar. Gehen wir noch parallel noch schnell shoppen. Dass wir ja wieder voll sind. Und dann. Auf zur nächsten. Ich meine, das sind 10 Stück. Wenn die alle so kurz sind, dann kriegen wir vielleicht die Groschenroman-Stories halt auch noch hin. Das wäre natürlich Optimus Prime. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Sprechen tue ich nix. So, runter da. Irgendwo hier war ein Shop. Ah, perfekt, einer ist auf dem Weg. Dann nehmen wir den. So, mit dir machen wir später. Scheiße, ich komme hier nicht durch. Aber das jetzt mit dem Ding, wie es jetzt gerade die Mission war, das ist ja quasi die Verbrechen von Unity. Und so wie das aufgebaut war mit diesen Befragen und so, finde ich ganz cool gemacht. Hat mir so ein bisschen L.A. Noir-Vibes gegeben. Mit der Beschriftung und den Auswahlmöglichkeiten und so. Fehlt dann nur noch so dieses drücke X für Daubt. Das ist von der Meme. Aber ja, wenn das alles so aufgebaut sein wird, dann später mit den Groschenroman-Dingern. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Ich hoffe nur, dass jetzt bei Dolip nicht alle Missionen so aufgebaut sind. So, damit Dolip versteht, wie wichtig es für die Zukunft Indiens ist, bittet Henry die Assassinen zu beweisen, dass Dolip von gewissen Personen mundtot gemacht wurde. Jacob und ihr müssen Dolips gestohlene Briefe beschaffen und sie ihm übergeben. Okay. Let's do that. Let's do that. Ah, na endlich. Was heißt hier da endlich? So. Let's go. Das ist nicht das erste Mal, dass Ido Hoheit Ärger mit der britischen Ostindien-Kompanie hat. Vor einigen Jahren hielten sie seine Mutter gefangen und fingen all seine Briefe an sie an. Vermutlich verhindern sie auch dieses Mal, dass seine Korrespondenz nach außen gelangt. Ich habe den Dienstplan des Postboten geschaffen. Es gibt 2 unterschiedliche Transportwege. Der erste ist ein Postkutschenkonvoi. Der zweite ein Postzug. Wenn wir einen Hinterhalt legen, können wir seine Briefe zurückholen. Vielleicht ändert es sich. Zuerst der Konvoi. Wir müssen die Straße blockieren. Okay. Guck mal, ich will den cool blockieren. Ah, ich glaub so passt. Verlassen. Der Postkonvoi sollte jede Minute hier ankommen. In der Nähe sollte es Verbündete geben. Ich halte hier Wache. Wuchs auf der Straße rekrutiert. Okay, Moment. Nein, nicht so hoch. Was habt ihr hübschen denn vor? Dann werde ich es aus dir rausprügeln. Okay, als ob ich die alle retten muss, oder was? Das sind 30 Sekunden? Wie soll das gehen? Das ist Greeny. Hier ist noch einer. Mitkommen. Mitkommen. Gut. Haben wir.
Dann mal los. Der Konvoi ist auf dem Weg. Bleib bei Henry. Verstanden. Wird gemacht. Alles klar. Du liebst Briefe finden. Warum falle ich denn nicht auf jetzt hier mittendrin? Du hast so blöd gefragt. Come on. Das ist einer dieser verdammten Rooks. Einer dieser verdammten Rooks. Ja, als ob der einen Headshot mehr überlebt oder was. So eine Frechheit. So, boom. Na ja, gut, dass alles voller Templer ist hier. Ja, hauen wir die um, Jungs. Chuck. Lol. Henry ist ein Lappen. Oh Gott, Henry, bist du ein Lappen. Oh mein Gott. Henry ist gestorben. Oh mein Gott. Alter. Warum ist sowas überhaupt möglich? Mein Gott. Wie kann Henry denn sterben? Das ist der unnötigste, unfähigste Assassine überhaupt, den ich kenne. Convoy ist auf dem Weg. Bleib bei Henry. Verstanden. Wird gemacht. Na gut. Dann würde ich sagen, let's go. Wie die geflogen sind. Ups. Boah, ich glaube, das war ein bisschen die bessere Entscheidung. Mein Wegkommen tut er auf jeden Fall nicht. Headshot. Na komm, lad nach. So. Müssen aufpassen, dass Henry nicht drauf geht, der Idiot. So. Ah, Hallöchen. Kommt er da von hinten, der große Mann? So nicht. Lol. So. Und jetzt? Ah, hier. Stehen. Hab sie. Mach dasselbe mit dem Zug. Aber ich muss zurück ins Geschäft, um Mr. Singh auf eine Tasse Tee einzuladen. Natürlich. Um Mr. Singh auf eine Tasse Tee einzuladen. Überfall du den Zug. Aber ich gehe Mr. Singh überfallen. Mit dem Tee trinken. Ja, was macht der jetzt? Achso. Gut, den Hinterhalt erreichen. Let's go. Ich dachte, wir machen nur einen von beiden, aber scheinbar, nee. Dass der ganz normal stirbt, da legitim, ey. Wahnsinn. So, komm. Hardgas. Los geht's. Schneller. Bin mal gespannt, ob wir Leute vom Zug schmeißen können. Wie gesagt, irgendeine Mission von dem Dolib-Kollegen hier ist dafür gedacht, Leute vom Zug zu schmeißen. Also hoffe ich, es ist diese hier. So, da bin ich. Die Rooks am Bahnhof rekrutieren, yo. Let's go. Dann rekrutieren wir ein paar. Natürlich wird einer wieder verprügelt. Typisch.
So, Jack. Nein, 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 nicht töten. Das ist einer, den ich rekrutieren will, ja? So. Perfekt. Drei People. Let's do that. Schmeißen wir hier einen hin. Dahinter so ungefähr. Ah, wird schon passen, komm. Da will ich auch noch einer hin. Ich weiß ja nicht, wo der hinkommt. So, Chuck. Passt schon. Die Briefe befinden sich in diesem Zug. Der Zug kommt. Da sind Leute auf den Dächern. Das ist ja Optimus Prime. So. Es werden Leute von Zügen geschmissen. Hallöchen. Okay, hier nicht. Aber hier gleich. Nein, jetzt ja auch die umzubringen. Oh. So wird das doch nix. Hallo. So, hier. Komm, Zug schmeißen. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das zählt. So, das zählt. Das nicht. Da kommt her. Autsch. Okay. Der nächste, bitte. Jetzt schmeiß ihn doch vom Zug. Also. Komm mal her. Hier da unten. Da, so will ich das sehen. Der nächste. Und hopp. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das zählt. Gut. Briefe. Da sind Briefe. Boah, gut, wir haben jetzt zwei, drei Leute dazu, ne? Aber es scheint nicht so das zu sein, was gemeint worden ist. Ich sollte ihm das hier zeigen. Das waren jetzt fünf Leute oder so. Aus dem Gebiet entkommen. Okay. Dann wollen wir mal. Perfekt. Ja, das Ding ist, man muss halt erst die Postkutsche überfallen. Es gibt einen Unterschied zwischen Pazifismus und wobei, wenn ich jetzt den Save Point immer wieder lade, dann würde das gehen. Das dürfte euch interessieren, eure Hoheit. Diese Briefe, die stammen von mir. Die Siegel sind gebrochen. So haben wir sie gefunden. Oh, diesen Brief habe ich als kleiner Junge an meine Mutter geschrieben. Wie kamen Sie in dessen Besitz? Ein Postkonvoi. Diese Templer, die haben wirklich eine Art. Ich dachte, ich hätte das vor Jahren beendet. Aber die britische Ostindien-Kompanie bestiehlt mich einfach immer weiter. Sie lagen wohl mit ihrem Misstrauen richtig. Wir müssen etwas tun. Doch ohne eure Hilfe erreichen wir nichts. Vielleicht haben Sie recht. Aber ich muss erst darüber nachdenken. Darf ich so lange um Diskretion bitten? Ihre Majestät muss nicht unbedingt davon erfahren. Okay. Gut. Wunderbärchen. So. Ah ja, perfekt. Der ist ja gleich ums Eck. Enteignung der Armen. Wir gehen erstmal wieder shoppen. Wir haben einen neuen Datenbank, guck okay. Gut. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt eine potenzielle. Wir schmeißen Leute vom Zug.
Mission. Man müsste halt dann jedes Mal den, den Checkpoint laden quasi. Sie haben einen guten Geschmack. Aber viele waren es für meinen Geschmack nicht. Naja, vielleicht kommt ja noch eine bessere. Ulib findet heraus, dass die im indischen Punjab gestohlenen Reichtümer an die britische Ostindien-Kompanie übergeben werden sollen. Diese Transaktion muss gestoppt werden. Indien soll seine Besitztümer zurückerhalten. Let's go. Schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz mein. Sollen wir? Mir ist zu Ohren gekommen, dass die britische Ostindien-Kompanie den Einwohnern des Punjab eine große Summe Gold gestohlen hat. Ich habe vor, es Ihnen zurückzugeben. Und wo befindet sich dieses Gold jetzt? Ich konnte bisher nur herausfinden, dass die BOK einen eigenen Buchhalter beschäftigt. Vielleicht weiß er mehr über diese Angelegenheit. Guter Plan. Offenbar sucht er gern einen bestimmten Pub auf. Ja. Dann haben wir hier wieder so eine... Wir untersuchen Sachen und ich kann nicht rennen. Warum auch immer. Aha. Jetzt kann ich rennen. Gut, dann untersuchen wir den Pub. Der Buchhalter sollte hier irgendwo sein. Okay, wir haben so ein paar Kollegen. Wer bist du denn? Okay. Meint er jetzt mal mit mich oder kann ich mit ihm reden? Hallo? Okay, dann reden wir jetzt mit dir. Nein, ich habe keinen Buchhalter gesehen. Alles klar, Motivationsbombe. Was ist mit dir? Oh, Sie haben ihn gerade verpasst. Er war auf dem Weg zur Bank mit einigen mir unbekannten Männern. Komisch, wenn ich darüber nachdenke, weil die Bank um diese Zeit geschlossen ist. Okay. Recht. Wir sollten zur Bank. Alles klar. Dann ab zur Bank. 200 Meter, komm, das fahren wir. Du lieb, aufsteigen. Und let's go. Wenn das Kutschchen da schon wo rumsteht. Dann müssen wir schon wieder in die Bank of London einbringen. Finden wir einen anderen Weg. Ich suche einen sicheren Weg, bevor ich Ihnen folge. Gehen Sie vor. Vielen Dank, ihr könnt gehen. Okay. Gut, die wollen irgendwie, dass ich irgendwo runtergehe. Die Frage ist, wo? Hier ist nirgendwo irgendwie ein Weg nach unten. Oder übersehe ich irgendwas? Ist da unten irgendwas? Mann, jetzt geht er runter. Ja, aber nein, da ist eine Tür. Alles erledigt. Vielleicht muss ich durch die Tür. Wie zur Hölle komme ich denn überhaupt in dieses Ding rein? Wo ist der scheiß Eingang? Hallo? Eingang? Ist das die Bank of England? Und der Bank of London? Jo, zu ist zu. Doch, das ist doch die gleiche, wo wir ausgeraubt hatten. Nicht ausgeraubt haben, aber... verhindert haben. Ja, da ist der Eingang. Okay. Ist das gleiche. Von der Seite kenne ich mich aus. Nein. Hui. Hui. Jetzt geht er rein. So. Und tschack. Da steht irgendwie eine Tür. Ja, ruhig bleiben. So. Stimmt, da sind wir auch schon runtergeklettert. Das war doch der... Special Geheimweg, oder? Ja. Okay. Sind wir nur als I wieder drin? Und nicht mit Jacob. Er muss hier sein.
Ja, aber wie erklärt man sich, dass du hier bist? Ist ja die bessere Frage. Gerade rechtzeitig. Hä? Wie kommt er da rein? Du könntest einfach mit jedermann über deine Arbeit reden? Ist dir klar, für wen du arbeitest? Die Konten der BOK sind streng vertraulich. Es tut mir leid, es tut mir leid. Lassen Sie mich gehen. Ich sage nichts, ich verspreche es. Keine Chance. Wir nehmen sie uns gemeinsam vor, aber wir müssen ganz leise sein. Ihr nehmt den einen, ich den anderen. Bereit? Hä? Als ob der jetzt mit Wurfmessern hantiert. Okay, er schießt ihn einfach ab. Auch eine Möglichkeit. In ihrer Schuld. Die Schläger der Rostlingen Company haben ihn betrogen. Wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Jemand mischt sich in unsere Angelegenheiten. Findet und tötet ihn. Wäre ja sonst zu einfach. Unentdeckt bleiben. Ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal irgendwie schauen, dass ich die ganzen Kollegas hier aus dem Weg räume. Okay, ich könnte theoretisch sogar Dolip befehlen anzugreifen, aber da der Kollege nichts anderes hat wie eine Pistole, wäre das, glaube ich, kontraproduktiv. Okay. Na gut. Kann der nicht sich nützlich machen und den Banker mitnehmen? So, mitkommen, Kollege. Wo ist denn hier der Ausgang am besten? Danke vielmals, die hätten mich umgebracht. Wie kann ich das wieder gut machen? Warte ab. Wir müssen wissen, was die Kompanie mit dem gestohlenen Gold aus dem Punjab vorhat. Das weiß ich leider nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es zu einem Lager in Sadak gebracht wurde. Was Sie auch vorhaben, es ist nichts Gutes. Man hält keine Leute gefangen, wenn man Gutes plant. True. Wo er recht hat. Gut, ich glaube, ich werde den Kollegen hier mal kurz hinlegen. Chill mal so ein bisschen auf der ungemütlichen Treppe. Maddy! Hi, hi, hi! Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles klar bei dir. Chuck. So, den ersten Burschen erledigt. Bitte, lassen Sie mich nicht zurück. Ja, Chimmer. Lass mich erstmal die Umgebung clearen. Ja, den komme ich nicht dran. Hier da hinten, keine Ahnung. So, ja. Wo ist denn der jetzt? Bitte, lassen Sie mich nicht zurück. Das. Oh. Scheiße! Als ob der mich direkt entdeckt. Ach komm. Mann! Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Nee, das ist noch nicht Jack the Ripper DLC. Das ist The Last Maharaja, heißt der Kollege. Das ist, oder das sind 10 Missionen mit Dulip Singh, diesem indischen Prinzen oder König oder whatever der ist. Und dann hat man noch diese Groschenroman-Geschichten. Und das ist auch ein eigenständiger DLC. Und dann gibt es noch den Jack the Ripper DLC, also es gibt quasi 3. So, nein. Na. Halt's ab. Kannst du den mal erledigen, bitte? Okay. Ist vielleicht nicht das Beste, aber... Ich komme an den auch nicht dran. Dann ebenso. Nein.
Okay, einmal. Zweimal. Na komm her. Ja, genau. Die gibt's auch noch. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass das DLCs sind. Bis ich das dann nachgeschaut habe tatsächlich, weil ich mich gewundert habe, wie das sein kann, dass ich eine Synchronität von 100% habe, aber immer noch offene Missionen habe. Und dann habe ich gesehen, jo, so easy. Aber nein, das ist jetzt die dritte, glaube ich, für den Kollegen hier. Die gehen also relativ fix. Danke vielmals, die hätten mich umgebracht. Wie kann ich das wieder gut machen? Wir müssen wissen, was die Kompanie mit dem deswegen hoffe ich mal, dass wir vielleicht heute noch die durchkriegen. Das weiß ich leider nicht. Spätestens morgen. Sagen, dass, es zu einem Lager dass wir dann nächste Woche mit dem Jack the Ripper DLC durchkommen. Und dann ist das Ding gelaufen. Aber ja, mal gucken. Außerdem habe ich überlegt, je nachdem, wie es morgen zeitlich bei mir läuft, dass ich morgen vielleicht einen extra langen Stream mache. Vielleicht kriege ich das sogar hin, dass ich dann früher anfange. Dann kriegen wir ein bisschen mehr geschafft. Zieht sich das auch so nicht unbedingt. Vielleicht zockt man dann auch noch Lego fertig. Lassen Sie mich nicht zurück. Ne, warte mal, der da hinten ist okay. So, jetzt hier langsam und fröhlich. Scheiße. Nein. Hack auf, dieser Dicke da hinten im Eck. Das ist zum zweiten Mal jetzt. Das kann's doch nicht sein. Ja, weil ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Lego-Streams vielleicht bis zu einem gewissen Grad nicht mehr streame, sondern quasi als Projekte auf YouTube bringe. Dafür den Slot mit Demon's Souls besetze. Und ja, weil ich glaube, Lego zumindest die alten Teile auch sehr langweilig sind zum Zugucken. Wir müssen den Buchhalter mitnehmen. Wer will ihn sonst umbringen? Verschwinden wir. Es geht an den Eindringling! Die Rutschlappe ist hier! Ey, ganz ehrlich, ne? Pass auf, ich gehe da gar nicht mehr hoch, sondern ich gehe die Treppe hoch. Das glaube ich besser. Weil der ist irgendwie komisch platziert jetzt, dass ich an den nicht rankomme. Weil, ja, ich habe mir halt überlegt, ja, vor allem jetzt mit Indiana Jones und so, wir haben die Story durch, wir haben, glaube ich, die Hälfte an Freeplay durch, oder zumindest fast die Hälfte. Da fehlt nicht mehr viel und ja, wie ich da irgendwie den Minikids nachjage, ist halt, sag mal, begrenzt interessant. Es muss ja auch irgendwo in den Stream passen, finde ich. Und sowas kann ich dann einfach halt wegschneiden oder, keine Ahnung, auf YouTube dann hochladen. In verkürzterer Form, dann ist das einfacher. Boah. So, guten Abend, der Herr. Messer in den Schädel. Genau. Das war jetzt so eine der Überlegungen. Ansonsten habe ich mir jetzt auch noch überlegt, weil Demon's Souls doch relativ viel Spaß macht aktuell, dass wir nach Syndicate vielleicht komplett auf Demon's Souls umsteigen, also von Mittwoch, Freitag und Samstag auf Demon's Souls umsteigen. Und wenn wir mit Demon's Souls sind, dann wieder quasi dann mit Assassin's Creed weitermachen. Und dann wieder quasi den Mittwochslot frei haben für irgendwas anderes. Ja, keine Ahnung, schwierig. Das Ding ist halt, ich kann auch keine Umfrage machen oder so und gucken und schauen, auf was haben die Leute mehr Bock. Aber ich fand die
Demon's Souls Streams liefen ganz gut, vergleichsweise. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr frischen Wind da rein. Es ist doch lächerlich, dieses Spiel. Und dieses Dingenschen nervt mich auch. So. Ja, die Spiele bringen mir ja Spaß, so ist es ja nicht. Aber mir macht es halt mehr Spaß, wenn der Stream aktiver ist. Oder vielleicht halt mehr Leute interessiert, weißt du, ich meine. Dadurch habe ich automatisch auch mehr Spaß am Spiel. Ja. Mal gucken, sind alles nur Überlegungen. Also das mit Lego ziehe ich dann wahrscheinlich auch durch. Ich würde jetzt ungern Indiana Jones quasi direkt wegmachen vom Stream und ihn privat beenden. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, verpasst man da jetzt auch nicht sonderlich viel. Scheiße. So, Chuck und Chuck. So, hier oben sind alle erledigt. Okay. Ich muss ganz oben irgendwie vorsichtiger vorgehen. Ich weiß auch nicht. Das Ding ist halt, wir haben jetzt mit den nächsten Assassin's Creed Projekten, also jetzt Chronicles mal abgesehen, aber mit Origins, Odyssey und Valhalla, das weiß ich leider nicht. Ich kann Ihnen sehr, sehr große Mammutprojekte. Und selbst wenn ich da die Collectibles offscreen quasi sammle, dann haben wir trotzdem Monate noch an Streams, nur an den Spielen. Bis wir durch sind. Was ja an sich gut ist. Aber es bringt mir ja nichts, wenn wir dann im Stream, keine Ahnung, 800 Collectibles sammeln und von A nach B rennen, wo nicht wirklich Sinn macht. Ja, ist schwierig. Also das sind keine leicht zu streamenden Spiele. Wohingegen halt Demon's Souls, es passiert immer irgendwas, es wird immer irgendwie was Schwieriges. Nur als Beispiel jetzt gebracht. Es kann immer passieren, dass ich draufgehe. Es kann immer passieren, dass ich irgendwie einen Boss lege oder so. Weißt du, also allein da ist halt mehr Abwechslung gegeben als jetzt bei so einem Assassin's Creed beispielsweise. Aber ich habe trotzdem Bock, die Spiele trotzdem noch zu beenden in dem Projekt. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Weißt du, dann so zum Beispiel solche Sachen, wo man einfach dann festhängt, ist dann auch kacke. Aber naja, back to positive hier. Wir sind jetzt positiv gestimmt. Wir clearen jetzt diese Mission, clearen die restlichen Missionen. Und dann wird alles gut. Bin guter Dinge. Wir haben hier nämlich gute Laune. Verschwinden wir. Ich verbiete es mir, schlechte Laune zu haben. Kollegen ausgeschaltet. Den da hinten noch erledigen. Die Tante da. Wo ist der Dicke? Chuck. Abseher, kennst du mich doch. Schlechte Laune, wir hatten so einen Scheiß. Wir sind hier nicht zum schlechte Laune haben da, wir sind hier da, um Spaß zu haben. Ganz einfach. Und wenn das Spiel meint, uns nerven zu müssen, dann nerven wir das Spiel. Wir müssen wissen, was die Kompanie mit dem gestohlenen Gold aus dem Punjab. Diese Physik, entweder hat er einen zu sehr engen Hut,
Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich zu einem Lager in Sabak gebracht wurde. Gut, er ist mit ihm verheiratet. Das ist nichts Gutes. Man hält keine Leute gefangen, wenn man Gutes plant. I like it. Das Ding ist irgendwie, dass der Kollege hier verblutet, gibt mir so ein bisschen, ich sag mal, einen passiven Zeitdruck. Diese People hier zu klären. So, pass auf, wir warten jetzt, bis der hier da ist. Chuck. Ja. Maddie, wie läuft die Wohnungseinrichtung? Erzähl mal. Da gibt's bestimmt noch viel zu tun. Stimmt's oder habe ich recht? Wie kommt ihr zurecht? Habt ihr euch schon angewöhnt? Wie kommt das Kind zurecht? Tell me something. Brauche hier positive Vibes. Wir müssen den Buchhalter mitnehmen. Die werden ihn sonst umbringen. Verschwinden wir. So, Meistermesserwerfer hier. Am Start. Komm her, das Stück. Gut. Weißt du, der Dullepe hier, der könnte den Kollegen auch mal tragen. Nee, stattdessen steht er dran wie angewurzelt. Die hätten mich umgebracht. Wie kann ich das wieder gut machen? Wir müssen wissen, was die Kompanie mit dem gestohlenen Gold aus dem Punjab vorhat. Das weiß ich leider nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es zu einem Lager in Sabak gebracht wurde. Was Sie auch vorhaben, es ist nichts Gutes. Ja, sehr gut, schon. Man hält keine Leute gefangen, wenn man. Dann ist ja, sage ich mal, der schwierigste Part schon gemeistert. Wenn das Kind zufrieden ist, dann ist alles andere Zweitsache, sage ich mal. So, mein Freund, hier hinlegen, ausruhen. Der Doktor kommt gleich. Hallo? Messer? So. Okay. So, wenn der jetzt da ist, dann ist ein anderer auch noch da. Das ist ja mal eine Frechheit. Lassen Sie mich nicht zurück. Okay. Wie mache ich das also? Wir nehmen den Kollegen aus dem Revier. Den Kollegen aus dem Revier. Den Arsch haben wir zwei neue Arschlöcher gebohrt. So. Für die bessere Belüftung. Ja, das war nix. Als ob. Ja. Sag mal, Kinder sind da doch recht einfach, wenn die nix haben, wo jetzt also halt gravierend irgendwie es schwierig für sie macht. Dann sind die da relativ sehr schnell eingewöhnungsfähig, sag ich mal. So, der Typ verblutet mir jetzt. Ja, bleib geschmeidig. Jetzt geht's nach Hogwarts. Jetzt geht's. Jetzt lauf doch. Gut, ich glaube, der rechts da hinten, der interessiert sich nicht für uns. Das heißt, wir können hier durch. Ich hoffe, ich habe sonst keinen übersehen. Jo, schaut gut aus. Gut, da ist unsere Kutsche. Auf geht's. Na, also geht doch. Geht doch.
Drecksmission. Ich will doch nicht hier bleiben. Hä? Achso, der Tulip fährt selber. Alles klar. Wir treffen uns später wieder. Vielen Dank, Miss Fry. Jo, hau ab. Sehr gut. Das will ich sehen. Bullshit. Bullshit-Mission. Na gut. Die nächste ist wo? Ah ja. Und let's go. Ich glaube, mit dem Lebensbalken hat das eigentlich nicht nach unten geschafft. So schnell geht das runtergedeckt ist. Und welche Spiele zockst du gerade? Oder kommst du gar nicht zum Zocken aktuell? Der goldene Pfad. Nach der Entdeckung des gestohlenen Goldes machen es sich Dulip und die Assassinen zur Aufgabe, es zurückzuholen. Let's go. Gold ist immer gut. Ich habe mehr über das gestohlene Gold herausgefunden. Kommen Sie zu meiner Kutsche. So schlimm kann es ja nicht sein. Das ist äußerst seltsam. Die Ostindien-Kompanie macht gemeinsame Sache mit dem Templerorden. Aber warum? Vielleicht erfahren wir es nie. Der Buchhalter hat verraten, dass eine Ladung mit gestohlenem indischem Gold in einer Kutsche in einem Lagerhaus von Stadek steht. Wir müssen schleunigst dorthin. Wir müssen die Kutsche finden und es zurückholen. Was tun Sie dabei? Nun, ich unterstütze Sie natürlich. Hallo! Man nennt mich nicht umsonst den viertbesten Schützen von ganz London. Den viertbesten. Weiß ich nicht, ob ich mich mit vier Besten prahlen würde. Aber London ist groß. Langsam. Das ist es. Das Gold muss hier irgendwo sein. Kommen Sie zurück, wenn Sie es haben. Ich bleibe hier und halte Wache. Das mach. Hier muss das Gold versteckt sein. Was meint ihr denn hier? Okay. Das Gold vom Templer-Dieb erbeuten. Gibt es irgendwie einen speziellen Typ dafür, oder? Hieß es nicht, das ist in der Kutsche? Das war ein schlechter Punkt für dich, Kollege. Ich liebe Wurfmesser in diesem Spiel. Okay, wo ist er? Schade. Da unten geht's ab. 3-1. Jawohl. Unser Mann gewinnt. Jawohl. Junge. Kommen die anderen auch noch. Bester Mann. Guten Tag. So. Aha. Das Gold vom Templerdieb erbeuten. Aber... was ist denn vom Templerdieb erbeuten? Wie mache ich das denn? Ist das der Templerdieb?
Komme ich an den dran? So vielleicht? Also ich weiß gerade echt nicht, was die mit der Parallelvariante da wollen. Also nicht Parallelvariante, sondern mit der optionalen Aufgabe, muss ich gestehen. Okay. Weg da. Okay, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache oder falsch mache. Guter Schuss. Können wir auch mal los? Okay, die Ding ist weg. Also keine Ahnung, ob wir das jetzt gemacht haben oder nicht. Komisches Ding. Oh Gott. Hilfe. Ja, ist echt cool. Alter, als ob. Was geht ab? Sniper. Die Waffe klemmt. Übernehm für mich. Ich habe das Gefühl, Sie machen das gerne. Okay, Rolltausch. Alles klar. Oh. Mein Auge sieht was. Bam, Junge. Können wir nicht den Meistersniper einfach snipen lassen? So muss ich denn jetzt da hoch? So dumm. Hallo? Junge, ich kann doch mit dem Controller nicht zielen. Ach, keine Ahnung. Aua. Wieso drehst du denn um? Die Pathfinding bei diesem Spiel, ne, für NPCs, ist richtig schlimm. Die wissen nicht, wo sie hinwollen. Okay. Junge, was ist los mit dir? Erwischt. Aua. Ich stehe auch so ein bisschen schlecht. So ist besser. Oh. Ja, hallo. Na, das war nix. So. Also im Notfall muss ich auf Wurfmesser umsteigen, aber das wäre ja eigentlich nicht so geil. Alter, wie lange geht's hier noch? Alle Templer auf den Zügen töten. Scheiße, da war eine Nebensache. Das ist mir nicht aufgefallen. Kann ich das neu laden? Ah, ist wurscht. Die andere Mission habe ich auch nicht. Ist egal. Wer haben Sie abgehängt? Sehr gut. Ihr habt mich ziemlich beeindruckt, wenn ich das sagen darf. Zu freundlich. Ich empfand es als äußerst belebend, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Kapitän angeheuert, der das Gold wieder zurückschafft. Wenn Sie so freundlich wären, die Kiste zu holen. Okay.
kommst du nicht davon, Dieb! Die Ragdoll von ihm hat's alles kaputt gemacht. Sind Sie unversehrt? Das war ein ziemlicher Schreck. Mir geht es gut, wirklich. Ihre Verteidigung war ganz ausgezeichnet, wirklich. Mit Ihnen an meiner Seite wird es ganz gewiss ein leichtes sein, das Gold dahin zu bringen, wo es hingehört. Warum vertreten Sie sich nicht die Beine nach diesem letzten Kampf und treffen mich, wenn Sie bereit für die Weiterreise sind? Es gibt noch einiges zu tun. Okay. Gut, aber ich habe jetzt echt nicht gecheckt, das Gold vom Templerdieb erbeuten. Wie man das macht. Der goldene Pfad, ich google es mal eben. So. Okay. Okay, der sucht gar nicht die Kutsche, sondern der sucht irgend so einen Typ. Also scheinbar gibt es da irgend so einen Typ, der das hat. Ich will mal kurz shoppen und dann würde ich die gerne nochmal probieren. Tatsächlich. Falsche Taste. Hast du eigentlich die DLC-Mission gemacht, Maddie? Oder hast du nur das normale Game quasi gemacht? Also wie gesagt, der Typ hat irgendwie einen Typen gehabt, der Gold leuchtet und den konnte man plündern. Der Buchhalter hat verraten, dass eine Ladung mit gestohlenem indischem Gold in einer Kutsche in einem Lagerhaus von Stadek steht. Wir müssen schleunig dorthin. Wir müssen die Kutsche finden und es zurückholen. Was tun Sie dabei? Nun, ich unterstütze Sie natürlich. Man nennt mich nicht umsonst den viertbesten Schützen von ganz London. Schau mal. Ich muss das Gold finden. Ich muss einfach weiter rein, glaube ich. In das Gebiet. Das ist es. Das Gold muss hier irgendwo sein. Kommen Sie zurück, wenn Sie es haben. Ich bleibe hier und halte Wache. Hier muss das Gold versteckt sein. Oh Leute, what the fuck? Einfach festgepinnt, den Jungen. So ein paar Leute. Da ist er. Hab ich ihn. Den Kerlchen muss ich plündern.
So, probieren wir mal. Gib mal her. Tada! Okay. Sehr nice. Da musst du aber erstmal drauf kommen, dass das so ist. Gut, und die andere war, wir müssen alle Leute auf dem Zug erledigen. Das ist ja auch machbar, würde ich sagen. Jetzt muss ich es nur noch holen. Okay, let's go. Ich muss schnell zurück zu Mr. C. So, das Mädchen. Langsamer. Hopp. Ja, komm, wir haben das schon alles gesehen. Let's go. Los, 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 los. Okay, Meisterschütze Dulieb ist am Start. So gut, aua. Eieieiei. Warum sage ich was? So, jetzt muss ich hoch. Ach Leute, seine Waffe klemmt. Jetzt kriege ich das auch mal mit. Gut. Zielen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir eine Maus und Tastatur extra für die PlayStation kaufe, damit ich nicht mehr zielen muss mit Controller. Ich glaube einfach mit Dreieck ist besser als zu zielen. Vielleicht ist das die Lösung. Zumindest treffe ich. Bam, Junge. So, wo ist mein Zug? Give me the Zug. Da ist der Zug. So, eins. Zwei. Scheiße. Drei. Vier. Egal. Erledigt ist erledigt. So, perfekt. Da, den hat er jetzt nicht One-Hit gemacht. Warum auch immer. Perfekt. Jetzt hat's gut geklappt. Wer habe Sie abgehängt? Sehr schön. Sehr gut. Ihr habt mich ziemlich beeindruckt, wenn ich das sagen darf. Zu freundlich. Ihr macht es als äußerst belebend, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Kapitän angeheuert. Wenn Sie so freundlich wären, die Kiste zu holen. So, komm, lass mich schießen. So einfach kommst du nicht davon, Dieb! Und bumm. Schade, das Ragdoll macht's immer noch kaputt. Dachte, vielleicht war es ein Fehler. Aber nein, nein. Mir geht es gut, wirklich.
Eigentlich ist nicht überspringen. Die Verteidigung war ganz ausgezeichnet, wirklich. Leider. Bei Ihnen an meiner Seite wird es ganz gewiss ein leichtes sein, das Gold dahin zu bringen, wo es hingehört. Warum vertreten Sie sich nicht die Beine nach diesem letzten Kampf und treffen mich, wenn Sie bereit für die Weiterreise sind? Es gibt noch einiges zu tun. Gut. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir das gleiche machen, nur auf einem Boot. Das Boot verteidigen, damit sein Gold wegkommt. Und weil wir es dann noch nicht hatten, müssen wir das gleiche mit einem Zug machen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir die gute Zugmission bekommen. Mit dem Leute runterschmeißen. Die wurde mir in diesem DLC versprochen, laut Trophy Guide. So. Einmal Schubski. Wunderbar. Du lieb, ich bin wieder da. Gute Heimreise. Jede Woche kommen Schiffe mit gestohlenen Reichtümern aus Indien in die Docks von London an. Beim Verladen des Goldes auf das Schiff eines Vertrauten müssen sich Dulieb und die Assassinen den Templern stellen, bevor die Fracht die englischen Gewässer sicher verlassen kann. Ja, so ähnlich. So ähnlich habe ich es gerade gesagt. Wo waren wir? Wir müssen das Gold dem Volk zurückbringen. Meinem Volk. Ich habe einen Kapitän angefordert, der es zum nächsten Ziel bringen wird. Aber dafür müssen wir es erst aus London hinausschaffen. Und wir müssen es schützen. So ist es. Nun, wenn Sie so freundlich wären, das Gold an Bord zu bringen, könnten wir loslegen. Ja, wo ist das Gold? Hey. Immer noch. Als ob nur in dieser Kiste genug Gold ist. Oder ist es nicht die einzige Kiste? Ja, okay, da stehen so ein paar. Schaden am Schiff, ja, natürlich. Alle Scharfschützen im Nahkampf töten, okay. Na gut. Wo sind die denn? Aber wie ich halt recht hatte, ne, mit dem mit der Mission. Dasselbe nur mit dem Schiff. Sollte nicht lange dauern, bis sie wieder auftauchen. Vorsicht! Bleib zurück! Nein, wir gehen das gemeinsam an. Gut. Dann machen wir das im Nahkampf. Guten Tag. Ja, lol. Er hat auch einen erledigt. Nein, du lieb. Tu's nicht. Ich muss doch 8 Leute gerade erledigen. Ja, wieso Schaden am Schiff? Kann doch gar nicht sein. Okay. I need more. There we are. Das Ding ist ja, ich kann ja gar nicht schneller da dran. Weil schwimmen geht nicht, ist nicht schnell genug. Dann kann ich es nur so machen. Okay, du lieb, du erschießt mir jetzt Leute. Bleib geschmeidig. Na, du lieb. So, das sind 5, das wären theoretisch 7. LOL. Ne. Doch. Okay, ich wollte mich gerade schon beschweren. Wenn das jetzt nicht gezählt hätte, weil der geschossen hat. So, was jetzt? Wo jetzt? Doch noch 3. Ich hätte theoretisch 7. Hätte du lieb mir nicht 2 weggenommen. Aber das ist doch nur noch einer. Ja, scheiße.
Das heißt. Das heißt im Endeffekt, ich muss schneller sein als du lieb. Ne, da hinten ist noch einer. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Du lieb, wehe. Untersteh dich. So ist fein. Guter du lieb. Den letzten lasst du mir jetzt aber. Okay. Gut, dann waren die zwei quasi gescriptet, da hätte ich auch nichts anders machen können. Glaube ich. Vermute ich. Versenkt sie! Lasst sie nicht mit der Fracht entkommen! Jo, Alter! Was ist los mit euch? Dann schmeißen wir TNT von der Brücke. Oh, jo. Hallo? What the fuck? Wieso zwingt mich das Spiel, den hier anzugreifen? Lol. What the fuck? Weg mit dir. Ja, wo haben die Streitäxte her? Was ist hier los, Alter? Okay, immerhin habe ich keine Sekundäraufgaben. So, die beiden schon mal weg. Dann. Dann. Du lieb! Was ist los, Kollege? Du bist doch so gut im Schießen. Die scheinen aber wirklich mal sehr an diesem Gold zu hängen. Lol, Alter. Was war das für ein Sprung? Ja, ist ja gut jetzt, Ivy. Ja, was macht der jetzt? Leute, also. Was für ein Kampf. Das haben wir's dann? Genug Zeit verschafft haben. Okay. Nun müssen wir diese Schiffe nur noch sicher zum nächsten Dock bringen und können von Bord. Denn dann haben wir die feindlichen Gewässer hinter uns gelassen. Wir haben heute Gutes getan. Das fühle ich. Schön, dass ihr so denkt, darum halt. Okay. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich den kompletten Dock freiräumen. Wäre ja auch so einfach. Ach du Scheiße. Templer töten, ohne entdeckt zu werden. Alles klar. Oh Gott. Hält ja einem auch gar nicht auf, wenn da irgendwie 300 Tonnen schweres Schiff andockt. Was macht die denn hier? Nein. Ruhig bleiben. So fangen wir gar nicht erst an. Bring ich den da hinten? Nope. Okay, dann gehen wir oben rum. Messer im Kopf. Messer im Kopf. Dum, 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 dum. Messer im Kopf. Du warst ein guter Soldat. Oh, noch einen. Okay, noch zwei. Kriege ich das hier? Schade. Das wäre gut gewesen. Nein. Ruhig. Ein Alarm. Das ist alles gut.
Templer töten, ohne entdeckt zu werden. 6 von 8. Ja. Warum wurden die jetzt nicht mitgezählt? Okay. I take that. Gut, bleibt einer. Der ist irgendwo da hinten, der Dulli. Erledigt. So ist doch eine schöne Mission. Ich glaube, das war der letzte von denen. Das Gold ist nur mit treuen Händen. Wir haben gute Arbeit geleistet. Möge das hier nicht das Ende unserer Abenteuer sein. Ich frage mich ja, wie viel musst du einem zahlen, dass der dein Gold transportiert, ohne es selber wegzunehmen. So, Meisterschütze, du lieb. Jawohl, Junge. Eure Hoheit. Das sind recht störrische Burschen, nicht wahr? Nun, wenn Sie mich wohl entschuldigen würden, mein heutiger Tag war überaus ereignisreich. Ich muss mich ausruhen. Kontaktieren Sie mich doch bitte wieder. Irgendwie finde ich langsam Gefallen an dem Burschen. Gut. Erledigt. Dann gehen wir direkt shoppen, wenn wir schon hier sind, und dann schauen wir mal, wo die nächste Mission ist. So, geshoppt. Und da ist die nächste. Entgleisungen. Oh, das hört sich doch nach einem Zug an. Das hört sich gut an. Sei bitte die gute Mission, die mir versprochen worden ist. Das wäre so gut. Ja, zeitlich liegen wir eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es noch sind, aber sollten wir durchkriegen. So wie ich es mir gedacht habe. Schauen wir mal. Was fehlt denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, okay, wir haben genau die Hälfte. Alles klar. Na gut, dann machen wir die hier noch. So, ich hoffe auch, die klappen alle vom ersten Mal. Dann müssen wir uns nicht ewig mit denen aufhalten. Das wäre das Beste. Gut. Hä? Was willst denn du jetzt? Was wollen die denn von mir? Ganz London gehört mir, Alter. Was wollen die denn von mir? Idioten. So, jetzt aber. Entgleisungen. Nach der anfänglichen Aufregung um die Rückforderung der gestohlenen Reichtümer ist Dulli bereit, einen anderen Plan in Gang zu setzen. Er bittet die Assassinen um ein Treffen. Gut, gut, gut. Ich finde, die Assassinen tun sich zu sehr in die Politik einmischen. Wo ist denn der überhaupt? Achso, Leute. Einfach nicht gesehen, den Burschen. So, Greenie! Greenie, wir kommen wieder zu dir. Greenie, bester Mann. Kann zwar nix, aber er ist ein Liebe. Wir sind wohl zu weit gegangen. Die britische Ostindien-Kompanie versucht, ihren Zug zu entführen. Was? Meinen Zug zu entführen? Nein, 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 nein. Das machen wir hier nicht. Greenie, du hattest einen Job. Du liebst Wagen erreichen und den Zug verfolgen. Ja, Moment. Wir räumen hier noch schnell auf. So, ist fein. Gut. Wagen. Wie komme ich denn hier runter? So, ja.
des Maharajas. Und los geht's. Ganz genau. Die Gegner im Zug versteckt töten 0 von 7. Ach, gut. Ja, wir haben es verstanden. Moment. Erstmal muss ich mich um die Deppen hier kümmern. Wart nach. So, ist gut. Okay, irgendwie muss ich es da hochschaffen. Und dann die Burschen alle runterschubsen. Okay, wie komme ich am besten da hoch? Hey, warte mal. Das wird zu kurz. Schaffe ich nicht. Okay, wir müssen ein bisschen schneller sein. Höher, Pferdchen, höher! Okay, ich glaube, hier ist gar nicht mehr so schlecht. Komme ich hier irgendwo besser drauf? Hier ist gut. Hier ist perfekt. 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 Komm mal her, Kollege. Und runter von dem Zug. Chuck. Was ist mit dir? Kein Bock oder was? Dann machen wir dich eben von hier unten weg. Das sagst du nicht noch einmal. Chuck. Such nach ihrer Schwachstelle. Du hältst nicht lange durch. Alter. Hedel. Komm mir nicht auf die Nerven jetzt. Zwar nicht runtergeschmissen, aber hey. Hallo, mein Freund. Sie wollen bestimmt runterfliegen. Perfekt. Okay, 7 Leute kriege ich in der Mission von oben. Es sei denn... Hallo? Es sei denn, es kommt noch ein paar nach. Chuck. Und weg. Ach, schade, der hat nicht gezählt. Boing. 4 Gegner vom Dach werfen. Jawohl. Geht doch. Wo kommen die? Zeig mir nicht, dass da keiner kommt. Oder ich muss runter. Hä? Mir was verpasst? Ah, gegnerischer Zug. Okay. Ja, moin. Hallöchen. Sie haben RIV gebucht. Na, schade, der hat nicht gezählt. Bäm. Geh weg. Nein, nicht double killen. Hack. Okay. Okay, du, es sind ein paar. Also die ist echt nicht schlecht. 7 auf unserem Zug, hier sind ein paar. So, boing, boing. Okay, die Mission ist ja Premium dafür. Okay, das war schlecht. Ich muss Infight sein mit denen. Hallöchen. Tag. Warte mal. Nein, ich muss mich anders positionieren. Egal. So. Perfekt. So ist gut. Na, wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt gezählt hat. Aber der zählt. Boing. Haha. Kommt noch ein paar. Ich will noch mehr. Mehr, mehr, mehr. Ich will mehr. Mehr Leute vom Zug schmeißen. Oh yeah. Also wenn man die richtig macht, dann ist das, glaube ich, richtig gut. Das waren jetzt bestimmt 14, 15 Leute, die ich runtergeschmissen habe. In einem Lauf.
Das ist richtig gut. Okay, es kommen noch mehr, glaube ich. Oder? Also nee, das ist ein Boot unten. Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Okay, weil der Zug, der immer noch mitgefahren ist. So. Ah. Da kommen ja noch mehr. Ja, das ist ja... Nein, scheiße, nicht so. Ja, ja, komm, let's go. Nein, nicht umbringen. Soll ich sie vom Zug schmeißen? Mann, ey. Ivi. Sind potenzielle 3 Kunden gewesen. Und du gibst dich mit einem zufrieden. Mit du lieb reden. Okay. Okay, aber die Mission ist es, muss ich gestehen. Die ist ja richtig gut. So, runter da jetzt. Hopp. Hallöchen, mein Freund. Eine Katastrophe. Die BOK dürfte mit den Entwicklungen nicht gerade zufrieden sein. Das kann man so sagen. Aber das erste ist gut gestellt. Vielleicht ist dies nicht der beste Moment, um es anzusprechen, aber ich habe noch einen Plan. Ich höre. Es klingt vielleicht tollkühn, aber warum stellen wir nicht den Kohinoor-Diamanten? Einen Teil der Kronjuwelen? Wofür das denn? Ihre Hoheit mag ihn zwar tragen, aber er gehört ihr nicht. Es ist eine Trophäe, ein Symbol für die Kolonisierung Indiens und genau dort gehört er hin. Es ist ein äußerst delikates Unterfangen, aber ich weiß ja, dass ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann. Ich habe genau, beklauen wir die Queen. Aufbewahrungsort des Kohinoor-Diamanten ausfindig zu machen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie einen Moment darüber nachgedacht haben. Okay, ich habe darüber nachgedacht. Es ist keine gute Idee, die Queen zu bestehlen. Alter. Na gut. Alles klar. Okay, da ist unsere nächste Mission. Viel Lärm ums Trinken. Alles klar. Gut, ich würde nur ganz schnell eine kleine Pause machen. Kurz was zum Trinken holen. Das Übliche machen. Und dann machen wir den Kollegen Dulieb zu Ende. Und ja, dann schauen wir mal, was uns noch übrig bleibt. Was wir noch mit der restlichen Zeit anfangen können. Vielleicht können wir ja die Zugtrophäe schon mal machen, vielleicht noch zum Ende. Dann ist das auch schon mal aus dem Weg. Ja, mal gucken. Ne? Ich verrate noch nichts. Beziehungsweise, man weiß es ja noch nicht. Wir schauen mal, wie schnell wir mit den anderen Missionen durch sind. Also, bis gleich.